Ja, herzlich willkommen jetzt zu dem Streaming-Vortrag vom SEP. Also wir sind ja gebeten worden, einfach mal zu erklären, wie die Technik hier funktioniert. Und sind jetzt freundlicherweise, darf ich das sagen, wo wir sind? Ja, in der Geschäftsstelle der Grünen Griesheim, genau. Wo wir das Ganze jetzt mal vorstellen werden, noch aufzeichnen für die Leute, die heute nicht dabei sein können. Und der SEP wird das erklären, wie das Ganze funktioniert, was man braucht, was ihr für Software nimmt, was zu beachten ist. Und was ihr nicht mitbekommen habt, der Aufbau hier, um die ganze Technik aufzubauen, das waren vielleicht 15 Minuten. Also der Sepp kam hier mit zwei Kisten an, hat aufgepackt, angestöpselt und das war es im Endeffekt. Also man kann auch sehr einfach und sehr schnell so ein Equipment auch mobil aufbauen. Das ist genau das mobile Setup hier. Okay, also mein Name ist Sebastian Greiner. Ja? Das macht nicht viel. Ne? Ich kann noch ein bisschen hier so das Mikro mal zur Seite packen. Mein Name ist Sebastian Greiner, ich bin bei den Piraten eigentlich aktiv. Ich bin hessischer Streaming-Beauftragter, vom Vorstand irgendwann mal beauftragt worden, als ich mich mit dem Ganzen beschäftigt habe und bin relativ viel in Hessen unterwegs, weil ich bei ganz vielen Veranstaltungen irgendwo Kamera aufbaue und das Ganze halt ins Netz übertrage. Es fing irgendwann letztes Jahr an, wir hatten einen Kreisparteitag in Frankfurt und ich dachte, ach, das müsste man eigentlich übertragen. Es ist ein bisschen schade, dass sowas halt so selten passiert, dass das im Netz auftaucht. Und dann habe ich halt mit einer Kamera rumprobiert, die ich irgendwo in der Schublade gefunden habe, irgendein Camcorder, das Ganze angeschlossen mit einem 20 € Digitalisierstick für USB einfach. Und ich habe inzwischen jetzt ein etwas anderes Equipment, das habe ich mir dann ausgeguckt, was man denn bestens verwenden kann. Aber es geht von super billig bis super einfach, geht es halt einfach wirklich dieses Streaming zu realisieren. Das war also diese 20 € Lösung, die ich da gekauft habe, hat funktioniert. Wir hatten 50 Zuschauer, ich fand es total toll und habe danach mein Equipment ausgebaut. Und ich wollte einfach mal anfangen, Norbert meint, ihr habt das rechtlich schon ein bisschen geklärt, ihr wollt gerne streamen den Kreistag und wollt gerne gucken, dass auch die Stadtparlamente gestreamt werden können. Deswegen habe ich das Ganze mehr aufs Technische ausgerichtet. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben die Kamera, das Bild von der Kamera und der Ton muss irgendwie in den Rechner. Der Rechner, der hier steht, das ist das Notebook meist, ist der Streaming-Client jetzt genannt. Dieser Streaming-Client hat irgendeine Software, die im Hintergrund läuft, die dafür sorgt, dass das Bild, also was eingelesen wird, weiter verbunden wird ins Internet. Das ist der Streaming-Server, der dann im Netz ist. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, die ich dann einfach mal vorstelle, wie man so einen Streaming-Server realisieren kann. Auch in ganz unterschiedlichen Kostenumfang, je nachdem auch, wie es genutzt wird. Und die Empfänger, die kommen irgendwo auf eine Webseite, auf einen Webserver drauf. Und dieser Webserver, das kann die Kreistagsseite sein oder irgendwie eine Parteiseite oder sonst was. Und im Endeffekt wird der Stream nur weitergeleitet vom Streaming-Server. Die Empfänger sehen nicht, dass sie dahinter diesen Server haben. Und der hat eben die Power, die Netzanbindung. Eine Bildeinheit wird nach oben geschickt und der verteilt das Ganze an ganz viele User. Der kann auch mehrere Funktionen machen, so ein Streaming-Server. Zum Beispiel das Bild eben in Full HD annehmen und dann halt eben in verschiedenen Auflösungen kleineren Auflösungen umrechnen und an Leuten, die nicht so viel Bandbreite haben, dann weiter abgeben oder auch nur einen Audio-Stream abgeben. Aber kommen wir erstmal zum Client. Das, was hier steht, ist theoretisch so eine Minimallösung von einem Client. Also es ist eine Kamera, es ist hier ein Mikro aufgebaut. Gut, ich habe da noch ein Mischpult, aber das ist, weil ich generell eine etwas größere Lösung insgesamt habe und halt einen Laptop mit der Streaming-Software. Das Bild kommt hier rein über einen HDMI-Adapter, also HDMI als wirklich Full-HD digitales Signal. Aber da gibt es jede Menge unterschiedliche Lösungen, wie man Bilder capturen kann von der Videokamera. Der nimmt halt auch gleichzeitig noch Ton auf, hier dieser HDMI-Adapter. Der Ton läuft jetzt hier übers Mischpult in die Kamera und ich nehme dann immer von der Kamera, dann habe ich nur ein Kabel, was Richtung Rechner geht. Und so eine Kiste kostet 200 € ungefähr. Die Kamera, die da steht, ist für Innenräume speziell geeignet. Das habe ich mir extra ausgesucht von der Lichtintensität. Die liegt jetzt momentan bei 1100 €. Ich habe da 1200, 1300 bezahlt damals, vor einem halben, dreiviertel Jahr. Und so Dinger werden günstiger. Man muss auch nicht so eine nehmen, aber ich denke mal, wenn man irgendwie eine Ausstattung nimmt, für wo Stadtparlamente mitgestreamt werden sollten, dann sollte man vielleicht ein bisschen höhere Ausstattung nehmen, aber ich denke, so um die 1000 € findet man wirklich was richtig Gutes, was ordentliche Aufnahmen macht. Und es geht viel günstiger, es geht auch eine USB-Webcam oder irgendwas. Also man kann, es kommt ja dann nicht aufs Bild an, es kommt eher auf den Ton an und da auch eben auf die Mikros. Das Tischmikro hier zum Beispiel, das kostet jetzt ungefähr 60, 70 €, wenn man sowas haben will. Also es sind nicht unbedingt die Beträge,
die einen da umhauen, mit denen man schon so ein Streaming anfangen kann. Das wäre so die Mini-Ausstattung mit einer Kamera. Das ist dann ein gutes Stichwort gesagt, eben mit der Qualität. Es wird ja immer so das verglichen mit Fernsehaufzeichnen und das erwartet ja niemand im Internet. Die Leute sind, ich nenne es mal, YouTube-Qualität gewohnt und der Hauptteil, und du hast ja eine bessere man Qualität, erkennt die Leute, ja. Man versteht die Leute und das reicht eigentlich schon, wenn man übers Internet streamt. Das genau, du hast ja keine schlechte Qualität unbedingt, aber du brauchst kein Fernsehstudio. Ich meine, es geht dann weiter, dass du halt eben eine größere Sache machen kannst, ein Mischpult und mehrere Mikrofone, aber zum Beispiel eben, wie ich gesagt habe, vorhin mit den Tonanlagen, die irgendwo in den Stadtparlamenten sind, selbst wenn ihr nur Mikros habt, die ihr weiterreicht mit Funk oder sowas, da ist irgendwo ein Mischpult, wo das aufläuft, da sind Boxen, wo das rauskommt und da ist auch noch ein zweiter Ausgang, den kann man abgreifen, kann den Ton abgreifen zum Digitalisieren und kann das mit in den Stream einbauen. Das heißt, die Tonanlage bräuchte es gar nicht, wo es schon irgendeine Tonanlage in irgendeiner Form gibt und man bräuchte dann halt wirklich nur den Digitizer für die Kamera, einen Laptop mit der entsprechenden Ausstattung, das Ganze anständig beschriftet, kann das auch ein technischer Layer aufbauen. Ja, und dann gibt es halt die Möglichkeit, das auszubauen mit Mischpult zum Unterwegssein, mit mehreren Mikros zum Unterwegssein oder eben, was eine Top-Ausstattung wäre, was ich mir vorstelle, was vielleicht in einem Kreistag irgendwo sein könnte, dass da schon eine Kamera fest installiert ist, dass da irgendwie dann ein PC steht, der so eine Steuerung übernimmt, Ton- oder Bildmischer, die vielleicht mehrere Kameras zusammenschließen, sowas sind Möglichkeiten. Aber das ist halt nach oben hin keine Grenze gesetzt. Ich meine, du kannst hingehen, kannst einen Ü-Wagen vom Fernsehen nehmen und kannst das auch hinstellen. Das ist, geht schon. Also ich weiß, dass Angebote irgendwie an Städte rausgingen, die im fünfstelligen und sechsstelligen Bereich teilweise sogar lagen irgendwie. Also völlig, völlig irrsinnig für ein Jahr Streaming. Wahrscheinlich hätte man dann einen eigenen Fernsehsender in der Form von der Qualität, aber wie Norbert schon sagt, man will die Leute erkennen, man will sehen, wer es ist, man will vielleicht einen Hinweis haben, von welcher Partei, Name, welche Partei und was da gerade das Thema ist irgendwie, aber es geht nicht darum, irgendwie einen Fernsehauftritt zu ermöglichen und da kann man wirklich günstig einsteigen. Streaming-Software, das ist das, was es eben braucht, um das Ganze ins Internet zu jagen. Da gibt es Standards, wie das auszusehen hat, von Protokollen. Die Software, die ich kenne, was ich benutze, ist Wirecast. Die liegt ungefähr bei 400 Euro, die Software, eine Einzellizenz. Und es gibt dann noch für Windows gibt's das VidBlaster, das liegt ab 130 Euro ungefähr. Da gibt es dann verschiedene Versionen. Was macht so eine Software? Also es gibt auch kostenlose Software, die macht eigentlich nichts außer Bild nehmen, Bild weiterreichen an den Streaming-Server, keine zusätzlichen Einblendungen, keine weiteren Möglichkeiten. Und die kommerzielle Software, die ermöglicht auch Binden, also dass man diese Einblendungen hat von Namen und Partei und vielleicht irgendwie so ein Logo für den Kreistag oder sowas. Dieses Wirecast, was ich verwende, das ist eine Möglichkeit, das arbeitet auch als Bildmischer, das heißt, man kann also 3-4 Kameras, wenn man die in den Rechner reinkriegt mit irgendeiner Möglichkeit, direkt einspielen und ineinander überlaufen lassen, Ton- und Bildeinblendungen machen. Also wir haben zum Beispiel auf Parteitagen immer das Problem, dass wir bei Wahlgängen sagen, dann muss der Stream abgeschaltet werden, anstatt jetzt halt einfach den Stecker zu ziehen und zu sagen, okay, der Stream ist aus, blende ich halt einfach Musik ein und zu der Musik halt eben dann irgendwie ein Bild oder ein Video in der Form, das geht halt auch. Und wenn man jetzt ein Beispiel hat, einfach wie das auszusehen hat, das ist ein Beispielvideo der absoluten Minimallösung, das ist mit einer Kamera gemacht. Also man hat jetzt gesehen, der hat reingezoomt in den Extra-Teil der Kamera, hat den anderen Teil ungezoomt gelassen, Bilder einblenden, irgendwas. Das ist alles möglich, das sind Effekte, die man vorbereiten kann in irgendeiner Form. Man kann also dann vielleicht jemanden haben, der das technisch aufbereitet, vorbereitet, dass Leute damit arbeiten können mit der Software. Da muss es nicht unbedingt den IT-Crack geben, der das kann und das funktioniert auch mit einer Kamera. Also das ist schon ganz witzig. Wenn wir jetzt den Streaming-Client haben, der dann läuft, dann muss das Ganze ins Internet, für den Streaming-Server. Es geht über das RTMP-Protokoll, diese Streams. Und die Streaming-Server-Software, da gibt es auch verschiedene Streaming-Server, was wir beim Piraten benutzen, von Piraten Streaming, und was auch sehr weit verbreitet ist inzwischen, ist Wowzer. Das ist eine Software, die es ermöglicht, Flash-Streams direkt anzubieten, dass man also direkt wie bei YouTube so einen kleinen Flash-Player hat, den man anklicken kann und
der dann läuft, das Video anzeigt. Und da muss ein bisschen Hardware dahinter sein. Ich gehe einfach mal weiter mit den Folien. Da muss ein bisschen Hardware dahinter sein für Umrechnungen diverser Formate. Also dieses Piraten-Streaming, worüber ich jetzt gerade streame, was so ein Bowser-Server hinterstehen hat, das ermöglicht zum Beispiel, dass du den Flash-Player auf dem PC aufrufen kannst, kannst aber auch auf dem iPhone mit das Ganze als MPEG-Video aufrufen oder auf einem Android-Gerät auch aufrufen, das Video direkt anzeigen lassen. Und so ein Streaming-Server, der braucht halt ein bisschen Power. Jetzt ist die Frage, was macht man, wenn man Kreistags-Streaming betreiben will, wenn man so einen Server im Kreis zur Verfügung stellen will, wie oft braucht man es überhaupt? Gibt es verschiedene Alternativen, also entweder ich betreibe einen eigenen Server, den ich stehen habe, oder ich miete mir einen Server an oder ich nutze irgendwelche kommerziellen Streaming-Anbieter. Kommerzielle Anbieter würde ich finden, scheiden aus, das sind meist werbebasierte Anbieter oder eben also irgendwie US-lokalisierte Anbieter, die dann irgendwelche Accounts anbieten. Also ich weiß nicht, das kommt irgendwie ein bisschen komisch, wenn so ein Kreistag irgendwie bei livestream.com/Kreistag Darmstadt-Dieburg aufzufinden ist. Und deswegen wäre eigentlich entweder einen Streaming-Server selbst betreiben oder eben Dienste für die Nutzung zu kaufen. Die Dienste, wenn man sie... Dieses Schlagwort, Stichwort Cloud. Das ist die Cloud, ja. Da komme ich auch gleich zu, das Schlagwort kommt ja auch gleich. Also die Möglichkeit, diesen Bowser-Server auf eigener Hardware zu installieren, gibt es verschiedene Lizenzmodelle. Entweder zahle ich $5 für meinen Server, wenn ich das für 24 Stunden, für die nächsten 24 Stunden wieder $5. Wenn ich also nur ganz wenig habe, kann ich das dafür nutzen. Das ist eine Software, dieses Bowser, das läuft irgendwo auf Linux. Das kann man theoretisch, glaube ich, auch auf Servern installieren, die schon in der Kreistagsverwaltung irgendwo vorhanden sind, im Web stehen. Müsste man aber natürlich dann einfach mit der IT absprechen. Die schlagen wahrscheinlich schon die Hände über den Kopf zusammen, wenn die das Video sehen. Dann gibt es halt so ein Monatskonzept für $55 im Monat, kann ich halt diesen Bowser-Server nutzen. Dann lohnt es sich logischerweise, wenn ich 11 Tage lang streame oder 11 Tage im Monat streame oder mehr. Und die Vollversion liegt dann bei $995, also $1000 für die Vollversion. Dann kann ich das Ding unbegrenzt nutzen, wie ich Lust habe und wie ich möchte. Ja, und da kann ich meinen eigenen Server mit installieren und aufbereiten. Problem an der Sache ist, es braucht Bandbreite einfach oder einen Hoster, bei dem ich den Server halt eben anmiete. Ich weiß nicht, wie das hier im Kreis abläuft, ob ihr eine eigene IT habt, die eigene Server und eigene Kapazitäten hat. Das wird sicher kommunal unterschiedlich sein. Also Kreistag, denk mal, der Kreistag ist recht dick angebunden. Ne? Landratsamt. Ja, Landratsamt hat eine ziemlich dicke Leitung dran. Aber ich möchte das Kommunendenkmal, der wird ganz unterschiedlich sein. Also der Server wäre ja meiner Meinung nach dann eigentlich irgendwo eben in diesem Landratsamt oder im Kreistag. Den kann man ja dann zur Verfügung stellen praktisch für die ganzen Stadtparlamente auch. Also das ist ja nicht das Problem. Also das war ja die Idee des Ausleihens des mobilen Equipments. Und dann wäre halt die Möglichkeit, der Server steht einmalig irgendwo für Darmstadt-Dieburg, ein dicker Server zur Verfügung. Man muss ja nur einmal zu dem Server hinkommen mit seinem Stream. Der ist ja nicht so dick, der jetzt hier weggeht. Wichtig ist, dass dann dort, wo der Streaming-Server steht, dass der dann eine dicke Leitung quasi ins Internet hat, wenn so die Leute kommen. So sieht's aus. Und da ist halt einfach leistungsfähige Hardware halt auch noch, muss auch irgendwie dahinter stehen, wenn man die Möglichkeit anbieten will, Streams in verschiedener Qualität anzubieten, weil da muss der live umrechnen, dass der verschiedene Qualitäten und verschiedene Systeme mit dem kommunalen Gemeinschaftsrechenzentrum ehemals, das KGRZ. Oder E-Com 21, das sind die meisten. Das sind ja genau, auch sowieso ein kommunaler Träger auch. Ja. Genau, ja, das ist ja eigentlich richtig viel Power haben. Das wäre zu prüfen, inwiefern E-Com 21 da solche Dienste zur Verfügung stellen kann. Laufen die gesamten Personalsachen und so weiter, laufen eigentlich alle Anwendungen der Kommunen halt insgesamt drüber. Also ich denke, wichtig für uns ist jetzt einfach sozusagen die Anforderungen an Streaming-Server zu definieren. Du gibst verschiedene Lösungsvorschläge. Wie das dann umgesetzt wird, muss ja dann im Endeffekt die kommunale IT in eigener Verantwortung entscheiden, ob die sich bei E-Com 21 einen Server mietet, ob die irgendwie im REC noch was frei haben bei sich im Gebäude oder ob sich halt in der Cloud irgendwas anmieten. Genau, also der Punkt ist,
Zuschauer. Halt datenschutzmäßig halt sicherlich die Sicherheit gewährleistet sein, ist das halt eben kein Datenschutz Sachen. Weiß ich ja nicht, weil du hast ja doch. Welche Leitung, also wo das bei Cloud etc. schon die Problematik halt liegt. Ja, aber das ist ja eh öffentlich. Das ist ja das, was du streamst, ist ja nur das Parlament, was eh öffentlich ist für alle. Ich weiß nicht, wo da das Datenschutzproblem besteht. Also das ist die rechtliche Debatte und das Problem ist, dass Kommunalparlamente gefühlt für mich auch öffentliche Parlamente sind. Von der Gesetzgebung her sind es aber Teile der Verwaltung. Und damit greifen andere Regeln als im Landtag und im Bundestag. Und das ist sozusagen die politisch-rechtliche Seite, um es auszubremsen. Letztendlich ist es ein Exekutivorgan. Würde ich jetzt an der aber Stelle das passt an der Sache nicht vertiefen. Es gibt ja auch dieses White Paper oder Konzeptpapier, Positionspapier, Streaming, wo du ja auch mitgeschrieben hast. Das kann man vielleicht unter das Video verlinken, auch noch zum Nachlesen. Das waren die rechtlichen Aspekte, die der Henning dann noch eingebracht hat. Wir haben nämlich ein Stück Papier, wo man einfach auch die rechtlichen Rahmenbedingungen mal abgeklopft haben, wo dann genau die Sachen kommen, was den rechtlichen Status hat ein kommunaler Abgeordneter und wie sieht es mit Datenschutz aus, wie sieht es mit Persönlichkeitsrechten aus. Also hatten wir gerade angesprochen im Hinblick auf kommunale Parlamente, dass die Politiker halt sagen, sie sind keine Vollzeitpolitiker, sie sind Personen des öffentlichen Lebens irgendwie, dass man zum Beispiel auch anbieten kann, okay, wenn der jetzt spricht, dann wird er ausgeblendet. Also wenn der nicht möchte, dass der im Stream erscheint, dann wird abgeblendet. Das kann man ja ermöglichen. Die Hoffnung wäre, dass die wenigsten das nutzen, aber... Genau, und das ist eigentlich die Quintessenz von den rechtlichen Rahmenbedingungen, solange dass das freiwillig geschieht, gibt es kein rechtliches Problem. Wenn einer nicht möchte, dann ist das zu berücksichtigen. Und das hast du ja vorhin auch schon gesagt, hier mit entsprechender Software kann man das halt auch recht aufwandsneutral hinbekommen, indem man auf den Knopf drückt und in der Zeit wird halt dann sagt hier aus rechtlichen Gründen steht jetzt kein Bild und kein Ton zur Verfügung. Ist dann halt so. Der kriegt dann halt vielleicht kritische Nachfragen von seinen Wählern. Vielleicht. Ja. Das wäre ja ein Akt der Demokratie. Ja, das wäre auch eine demokratische Reaktion drauf dann, ja. Okay, also wenn man jetzt mal anguckt, von der Anbindung her, da sollte schon was dahinter stehen. Ich weiß nicht, mit wie vielen Zuschauern man damit rechnen kann. Das ist, glaube ich, auch so das große Unbekannte einfach, was da ist. So ein qualitativ hochwertiger Stream, das jetzt nicht, der ist weniger hochqualitativ gestellt, liegt bei ungefähr 500 Kilobit die Sekunde. Das heißt, wenn man eine 100 Mbit-Leitung, das ist eine normale Netzwerkleitung eigentlich in so einem internen Netzwerk, 100 Mbit Internetanbindung hat, kriegt man da 200 Zuschauer drauf gefahren ungefähr, je nachdem. Und bei so einem Stream hat man als Upload aus dem Parlament pro Stunde etwa 215 Megabyte, die man da los wird. Und dementsprechend hat man da auch natürlich pro Zuschauer entsprechend auch Datenvolumen, was man da abgibt. Das muss also schon eine gute Anbindung sein. Deswegen gibt es halt wirklich die Möglichkeit, diesen Streaming-Server in der Cloud. Dieses Wowzer ist wirklich ein Standardsystem. Amazon bietet das an als Standardserver ohne großartige Konfiguration, dass du so einen Server starten lassen kannst und zahlst den stundenweise, wie du ihn nutzt. Dann kriegst du halt eine spezielle URL, auf die du hinstreamen kannst und bietest dann halt diesen Stream über die Kreistagswebseite oder Parlamentswebseite in irgendeiner Form an. Die Leute halt, die sehen das nicht, wo das herkommt, du weißt auch nicht, wo es genau hingeht. Das ist halt das Cloud-Prinzip. Irgendwo steht ein Rechner auf der Welt, der jetzt deine Daten empfängt oder mehrere Rechner. Und da gibt es halt die Angebote, wenn man halt wenig streamt, das lohnt sich schon, 13 Cent für so einen 150 Megabit angebundenen Server bis 350 Mbit angebunden für 72 Cent die Stunde. Und dann kommt halt noch der Traffic hinzu. Muss ich kurz korrigieren, weil gesagt, man weiß nicht, wo es steht. Also man kann schon auch bei Cloud sich aussuchen, wo die Cloud läuft. Also gerade Amazon bietet dir an, dass man sagt, okay, also ich will es billig haben, dann läuft es in den USA oder ich will ein bisschen mehr ausgeben, dann läuft es in Europa. Also das ist USA-Preis. Ja. Und das ist auf jeden Fall, läuft in den USA jetzt die Server. Also da gibt es die Möglichkeit, halt eben hier bis zu 700 Zuschauer anzubinden mit dem XL-Server für einen Stundenpreis von 72 Cent. Das muss man einfach sich überlegen, man hat da keinerlei Equipment, was man braucht. Man hat den Server in der Cloud, man hat das Equipment, was man mitnimmt mobil und kann dann den Stream auf der Webseite einbinden. Also das ist natürlich die kostengünstigste Alternative für einen Einstieg erstmal.
Tja, mögliche Einschränkungen. Das wäre der mangelnde Breitbandausbau auf dem Land irgendwo in der Fläche, dass man das Problem hat, dass Leute den Stream aufgrund der Bandbreite nicht nutzen können. Da muss man den halt runterrechnen lassen. Das erfordert halt wieder ein bisschen Power. Okay. Und das wäre im Landkreis der Fall. Ja, im Landkreis wäre das der Fall. Kann man bis zu einem Audio-Stream runtergehen, also kann man so einen kleinen Pixel-Stream anbieten und dann eben noch einen Audio-Stream, das nur Internetradio praktisch läuft aus dem Parlament. Ja, und dann ist halt immer die Frage mit den hohen Investitionen. Ich glaube, ich habe jetzt hier gezeigt, das Equipment ist nicht viel und das Equipment ist was ich einsetzen würde, um, ich sag mal, einen Kreistag oder ein Stadtparlament zu filmen, und damit hat man auch noch ordentliche Qualität und kann man auch wirklich was rausholen, und das liegt mit Notebook und allem kommt man auf 2.000, 2.500 Euro vielleicht für so einen einmaligen Anschaffungspreis für so ein Equipment, und da kann man erstmal klein mit anfangen, das modular ausbauen. Man kann, also die Lösung ist erweiterbar, also ich hatte am Anfang auch nur die Kamera und dann den Adapter, irgendwann dann halt Mikrofone und ein Mischpult geholt und erstmal mit dem Kameramikro aufgenommen. Sowas kann man einfach mit der Zeit immer machen und vielleicht mal klein anfangen, wirklich. Ich glaube, das wäre so das Argument, was man irgendwie anbringen könnte. Ja, dann bin ich eigentlich auch schon fertig. Wollte es gar nicht so groß machen. Ja, war es sehr kompakt. Ja. Okay, noch Fragen? Sind da Fragen generell? Nee. Jetzt von meiner Seite aus technisch. Wie lange steht das? Das Ergebnis ist jetzt bei Piratenstreaming zu finden? Nee, das Ergebnis wird bei YouTube zu finden sein. Also okay. Das werde ich bei YouTube hochladen in dem Account von Piratenstreaming. Das muss ich halt noch zurechtschneiden und dann hochladen. Der Aufwand ist bei dir da wie groß, dass man das noch so irgendwie... Du meinst jetzt zeitlich, wie lange ich da fertig bin? Ja. Das ist morgen oben. Das heißt, du sitzt nur heute noch eine halbe Stunde? Ich mache da eine halbe, dreiviertel Stunde und dann muss das noch ein bisschen rechnen, eine dreiviertel Stunde vielleicht, und dann ist das fertig. Dann wird das ein bisschen komprimiert von der Auflösung runter, oder? Nee, eher nicht, eher hoch. Also es bleibt eher in der guten Qualität, das soll ja dann als HD-Video auch anzugucken sein. Okay. Und du verbreitest dann auch einen Link oder einen Hinweis? Ich verbreite einen Link, also der Norbert kriegt den auf jeden Fall, und wir werden den auch nochmal messen bald. Ja, macht ihr auf jeden Fall. Okay. Ich habe eure Adresse, schickt den weiter. Ich werde den bei uns auf der Homepage einbauen, wenn schön, wenn ihr das bei euch habt. Das machen wir bei uns, denke ich auch. Ja, das ist schon ganz witzig. Sieht man unsere schöne Geschäftsstelle, an der wir uns auch besuchen können. Genau, und ich habe, glaube ich, 76 Mal Piraten gesagt irgendwie. Und für die Nachwelt ist dokumentiert, also es gibt einen parteiübergreifenden Konsens, dass Streaming eine sehr gute Sache wäre. Genau. Die jetzt haben eine Menge Piraten vor grünen Plakaten gesetzt. Ja. Ja, ich hätte ja wenigstens ein oranges T-Shirt anziehen können. Okay, gut, super. Ja, dann schalte ich das jetzt hier einfach wieder raus, und wir sind alle drauf zu sehen. Alle drauf zu sehen. Aufzeichnung aus. Arrivederci.